Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22 hier bei mir auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer und schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir schauen uns mal hier ein bisschen kurz um. Ihr merkt das schon, ihr seht es schon, es ist nicht Neubartelshagen. Dennoch fängt die Map auch mit einem Neu an und heißt Neu-Minibrunn. So, ich habe es ja in der letzten Folge mit dem Titel 350 Stunden, wo stehen wir, ja schon erwähnt. Neubartelshagen als solches hat ein Update erfahren und ich will auf jeden Fall die Map, die ich gerade, oder den aktuellen Spielstand, den ich habe, den möchte ich gerne beibehalten und noch ein bisschen spielen. Ob ich dann die neue Variante spiele, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Werde ich später noch ein bisschen was dazu erzählen. Aber auf der anderen Seite wird es doch mal auch wieder Zeit, eine andere Map zu spielen. Und hier, Neu-Minibrunn bietet sich an, ist eine schöne kleine Alpen-Map und hat ein bisschen Berge, kleinere Felder für mittlere Maschinen und so und ist auch toll gemacht. Wir gehen mal kurz nach oben, schauen uns mal den Haupthof an oder unseren Hof, unseren Stadthof. Hier sind Hallen, hier haben wir ein Fahrsilo, wir haben ein großes Silo, sogar ein Gewächshaus, ein Kuhstall mit Tieren ist bereits hier am Start und wir haben auch Hühner irgendwo. Irgendwo waren sie. Ich glaube, hier am Haupthaus, ja, hier sind doch auch die Hühner. Also es ist schon mal ein bisschen was da. Wir befinden uns hier in einer Ortschaft, nämlich Neu-Minibrunn. Hier ist auch Verkehr, ein bisschen Action. Und das gefällt mir eigentlich ganz, ganz gut. Wir haben auch, wenn wir jetzt auf die Karte gucken, auch hier haben wir unseren Haupthof. Wir haben natürlich dann auch schon ein paar Felder hier direkt am Hof. Ein Grasfeld ist die 14. Auf der 11, da werden wir gleich ernten. Das Feld ist erntereif. Da fahren wir gleich mit unserem Drescher raus und werden Stroh produzieren. Hier die 22 ist bereits abgeerntet. Ich glaube, das Feld werde ich dann auch jetzt gleich verkaufen. Und die 21, da ist Soja drauf. Da braucht es noch ein bisschen, bis wir das abernten können. Und da würde ich auch tendenziell eher dazu neigen, es abzustoßen. Und dann auf jeden Fall hier die 4 in unser Portfolio mit aufzunehmen, hat auch ein gutes Ertragspotenzial. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also hier die 22 ist sowieso nicht gerade so berauschend und weg damit. Dafür nehmen wir eben jetzt die 4, da legen wir ein kleines bisschen was drauf. Dafür haben wir aber auch gute Erde, können also gut dort arbeiten und werden das Ganze jetzt schon mal gleich kaufen. Okay. Wie gesagt, die 21 lassen wir noch mal ein bisschen stehen. Ja, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen um. Wie gesagt, Kühe sind schon am Start meines Wissens. Was haben wir denn? Ja, die Holstein und Brownies ein bisschen gemischt. Gar nicht mal schlecht. Also 20 Stück, wenn ich das richtig sehe. Der Hof ist auch bekannt. Und da werden wir uns dann auch gleich um die Tiere kümmern müssen, weil wenn ich das richtig gesehen habe, in den Silos ist noch nichts drin, ist kein Material drin. Wir werden also auf jeden Fall Stroh machen müssen. Und da drüben haben wir eine schöne Wiese, da können wir dann auch gleich loslegen, denn wir schauen mal in unseren Fuhrpark. 3 Traktoren haben wir, ein Waldrad, den Steyr, jeweils so mit knapp 140 PS, alles aber mit Manuellschaltung. Und dann haben wir hier so ein bisschen den Klassiker, den Valmet, und der hat 190 PS und dann haben wir eben auch einen Drescher am Start, 2 Anhänger und alles, was wir so brauchen. Schneidwerk und alles auch für die Grasbearbeitung, ein Mähwerk. Aber so wie ich gesehen habe, nur das Front. Ich denke, da werden wir uns noch das Schmetterlingsteil dazu gönnen, dass wir da ein bisschen besser vorwärts kommen. Ob wir das Ganze dann ins Silo direkt werfen können oder ob wir uns ein Fermenter-Silo noch irgendwo hier hinstellen, schauen wir mal. Ja, was gibt es denn noch zu sehen bei unserem Hofrundgang? Wie gesagt, das Silo, das ist leer und das ist ein Standard-Silo. Also wenn ich richtig weiß, kein Multifrucht. Also müssen wir gucken, wo wir oder wie wir unser Heu, unser Stroh dann lagern. Hier in der Halle, da können wir noch das Tor aufmachen. Da haben wir noch unsere Gerätschaften. Da gehen wir noch schnell durch. So. Und dann haben wir hier die Werkstatt, die Tanke. Ist da schon was drin? Nee, auch hier ist leer. Und bevor wir dann in unseren Drescher steigen und schon mal anfangen, Stroh bzw. zu ernten und Stroh zu produzieren, schauen wir noch mal ganz kurz. Wo wollte ich jetzt noch reinschauen? Nicht in den Fuhrpark direkt, sondern
Wo wollte ich denn noch? Ach, die Einstellungen natürlich. In die Einstellungen wollen wir noch kurz gucken. Schwierigkeits haben wir, Schwierigkeitsgrad. Wir machen normal. Den Verkehr haben wir eingeschaltet. Saisonales Wachstum auf jeden Fall auch. Und wir schauen mal, wie das auch mit der Schneemaske aussieht. Schnee haben wir eingeschaltet. So, Fruchtzerstörung ist an. Pflügen werden wir. Die Sache mit den Lesesteinen, lassen wir diesmal nochmal weg. Dafür haben wir Unkraut. So, und die anderen Sachen sind eigentlich auch auf normal. Und sämtliche Betankungen, Helferbetankungen haben wir jetzt auch erstmal ausgeschaltet. Damals schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. 91.620 Euro haben wir jetzt nach dem Kauf des Landes übrig. Wir werden jetzt hier in den Drescher steigen. So, ein bisschen zurücksetzen. So, kommen wir hier gut raus? Ja. Und dann beginnen wir erstmal mit der Ernte. Und dann haben wir ja schon mal ordentlich was zu tun hier auf dem Hof. Und ich kann euch ein bisschen was erzählen. So, hier kommen wir raus, oder? Ja. Gerade so. Ja, ich habe einfach Bock, auch mal wieder ein bisschen was anderes zu spielen. Das habt ihr ja gesehen. The Division habe ich jetzt mal hier auf dem Kanal angefangen. Und das hat auch einen ganz guten Anklang gefunden. Bin eigentlich sehr zufrieden. So. Aber natürlich soll der Landwirtschaftssimulator immer noch hier mit der Hauptbestandteil auf der Map sein. So, haben wir denn die Schwad? Ja, sehr schön. Dann werden wir hier erstmal ein bisschen Weizen oder Gerste? Weizen. Augenblick, bevor ich was Falsches sage. So. Na, doch Gerste. Langsam sollte man die Symbole kennen. Ja, wie gesagt, auf dem Kanal soll es dann zukünftig auch noch ein paar andere Spiele, andere Videos geben, aber hauptsächlich natürlich den Landwirtschaftssimulator und mit Neubartelzhagen. Da habe ich auf jeden Fall vor, noch ein bisschen die alte Map weiterzuspielen. Da wird es auch weitere Folgen noch geben. Und da schauen wir einfach mal. Wie gesagt, nach dem Update gab es ja ein bisschen, oder gibt es ein bisschen das Problem, dass wir rechts oben in der Map doch einige Veränderungen haben, die nicht ganz so schön sind. Ich muss mal mehr überlegen, ob wir doch einen neuen Spielstand anfangen oder ob wir das übertragen oder ob wir vielleicht dann doch einfach da die Map ein bisschen anpassen, alles verkaufen, was wir dort oben haben und dann einfach das Ganze anpassen. Wie gesagt, da bin ich noch ein bisschen unschlüssig, bin mir noch nicht ganz so sicher. Aber dennoch soll der Landwirtschaftssimulator hier, wie gesagt, nicht brach liegen. Wir werden ja noch einige schöne Folgen machen. Und da habe ich mir gedacht, so als Abwechslung zu Neubartelzhagen mit den großen Feldern eben, machen wir jetzt mal eine Map, die wieder ein bisschen bergiger ist, die ein bisschen herausfordernder ist, was den Maschinen, den Fuhrpark angeht, bezüglich eben der Leistung, der PS-Zahlen. Denn in Neubartelzhagen, da haben wir ja schon einen ziemlich guten Maschinenpark, so ziemlich die ganz großen und auch eben die großen Felder. Und das, finde ich, bietet doch einen schönen Kontrast hier mit dieser Map zu Neubartelzhagen. So, den Kollegen schicken wir jetzt auf die Reise und werden mal gucken, mit welchem Traktor wir hier unsere erste Ernte dann einfahren werden. Ich denke, das wird reichen, wenn wir hier mit einem Anhänger fahren. Der andere ist eben als Ballenanhänger, glaube ich, gedacht. So. Und da geht es auch raus. Nehmen wir mal den Weg. Ja, sehr schön. Ja, ich glaube auch mit dem Drescher, das reicht auch völlig erstmal mit der Arbeitsbreite. Ich glaube 5 Meter oder 5,50 Meter, das sollte erstmal gar kein Problem darstellen. So, die Plane machen wir erstmal runter. Und wechseln zurück zu unserem Drescher. So, und wenn er die Spur fertig gefahren hat, werden wir uns schon mal abtanken. Ja, das passt gerade so.
Ja, wie gesagt, also auf dieser Map, da sollte eigentlich bei dieser Feldgröße am Anfang dieser Drescher auf jeden Fall reichen. Zumal, wenn ich das richtig gesehen habe, ja auch überall enge Straßen sind, wenn wir durchs Dorf müssen. Und da macht es, glaube ich, auch erstmal Sinn, dass wir hier auf der Seite bleiben, weil zu den anderen Feldern oder zu dem Feld, was wir da drüben gekauft haben, da kommen wir auf jeden Fall hier am Feldrand vorbei hin, glaube ich, ohne über dass wir über die Straße fahren müssen. So, dann fahren wir hier noch schnell ein Vorgewende. So. Und dann können wir auf jeden Fall schon mal unseren Hühnern was zu fressen geben. Dann müssen wir noch ausfindig machen, wo der Shop ist, weil ich würde gerne auf jeden Fall das Mähwerk noch ergänzen mit dem zweiten Teil. Damit man da nicht, glaube, so eine Arbeitsbreite von 97, 850. Ich muss dann gleich mal reingucken. So, weil die Wiese ist ja nicht ganz helferfreundlich. Die müssen wir auf jeden Fall dann von Hand abfahren. So. Den können wir mal schnell fahren lassen. Und dann gucken wir noch mal ganz kurz in der Übersicht. Bezüglich dem Feld, das wir gekauft haben. Ja, da kann man dann rumfahren. Ja, sehr schön, da kommen wir rum. Dann geht es hier lang und das müsste eigentlich das Feld sein. Und jetzt bin ich gerade ein bisschen unschlüssig. Was haben wir denn da drauf? Schauen wir mal, wie. Nee, das kann es nicht sein. Das sind Kartoffeln, oder? Naja, also mit Kartoffeln, ob wir uns da jetzt was leihen sollen, um die Kartoffelernte einzufahren. Ich bin da ein bisschen unschlüssig, bisschen mir unsicher, ob sich das lohnt oder ob wir das ganze Material dann doch gleich unterpflügen und was ansehen. Schauen wir mal ganz kurz, was wäre denn? Saatzeitpunkt wäre jetzt Raps. Können es aber noch ein bisschen Zeit lassen und nächsten Monat entweder Weizen oder Gerste ansehen. Ja, das überlege ich mir noch. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig oder nicht ganz entschlossen, was wir da machen. So, hier haben wir die Wiese und da hinten unser Hofhund. Ja, Servus, Servus, ja. Ja, gell? Ja. Ja. So, dann schauen wir mal ganz kurz, wo eigentlich sein Futternapf ist. Wo hat denn unser Hofhund seinen Futternapf? Wo ist unser Hofhund zu Hause? Jetzt müssen wir mal gucken. Ah ja, sehr schön. Da haben wir ja schon Ballen. Ah ja, okay. Da haben wir ja schon mal die ersten Ballen für unsere Kühe. Nicht verkehrt. Aber wo hat unser Hofhund sein Zuhause? Da muss doch irgendwo der Futternapf sein. Oder habe ich da jetzt was übersehen? Springen wir mal über die Hühner rüber. Nee, hier können wir uns, glaube ich, umziehen. Yep. Hier ist der Schlaftrigger. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet. Ach, hier ist es. Sehr schön. Dann machen wir hier mal seinen Fressnapf voll. Und dann passt das auch. Okay. Wie weit sind wir denn mit unserem Drescher? 92%. Den können wir also gleich nochmal abtanken. Ja, ist sogar schon voll. So. Hierher. Gut. Und mit dem Steier. Oh ja, der kämpft aber. Uiuiuiui.
So, was ich übrigens auch eingeschaltet habe, habe ich auch schon lange nicht mehr mitgespielt. Bei den Einstellungen. Na, wo sind wir denn? Einstellungen. Das ist. Wo haben wir es denn? Füllstand. Anhängerfülllimit an. Das heißt also, der wird jetzt nicht das volle Limit kriegen, sondern es geht ja nach Gewicht, nach realem Gewicht. Und dann kann es auch gut sein, dass wir nur 94% oder 93% reinbekommen. Aber ich glaube, das ist ja wie gesagt bei diesen Mengen, die hier zu Tage gebracht oder die hier verarbeitet werden, eigentlich kein so Problem. Gut, mit dem fahren wir schon mal kurz zu unseren Hühnern. Aber zuvor bringen wir erst noch mal den Drescher auf den Weg. So. Noch einmal das Vorgewende. Sehr schön. Und dann lassen wir ihn wieder hier in den Berg hochfahren. Sehr gut. Und los geht's. Oha. Was haben wir da vorne? Ein Reh oder unseren Hund? Nee, das ist ein Reh. Heidenei, rennen hier die Rehe durch das Feld. Komm, auf geht's. So, da drüben springen sie auch durchs Feld. Wird nichts passieren. Okay. So und gefressen? Ja gut, aber kein Grund mehr jetzt vor dem Traktor zu laufen. So, da müssen wir hin, da können wir die Tiere füttern. Und abkippen. So, sehr schön. Da können wir noch schön einen Screenshot machen. Hilfefenster weg. Dann machen wir hier einen schönen Screenshot. Und ich sage jetzt erstmal Dankeschön. Knappe 18 Minuten haben wir für diese Folge hinter uns gebracht. Ich, der Badenfarmer, bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hier einschaltet auf der neuen Mini-Brumm, unserem neuen Projekt hier im LS22. Bleibt's gesund, bis bald. Tschüss, ciao, cheerio.